Ich sitze jetzt hier mit Gottfried Herrlich im Restaurant Vinzenz Richter, ein historisches Restaurant in Meißen in Sachsen. Was können Sie mir zur Geschichte dieses Hauses sagen, Herr Herrlich? Die Geschichte des Hauses Vinzenz Richter oder Tuchmacher-Zunfthaus hat glückliche Wege bisher beschritten. Vor 500 Jahren als das Zunfthaus der Tuchmacher gebaut, dann von Vinzenz Richter nach 350 Jahren übernommen und heute in zweiter Generation nach 500 Jahren authentisch erhalten. Das ist der Vorteil des Hauses. Die Lage in der Stadtmitte ist noch schön. Die Ausstattung der Antiquitäten durch die Sammlung Vinzenz Richter ist außergewöhnlich, sodass hier in dem Hause bürgerliche Kunst der Fleiß unserer Vorfahren erhalten ist. Apropos Geschichte, ich sehe jetzt hier vor mir eine Art Fessel. Gibt es im Haus, habe ich gehört, auch eine Art Folterkammer? Ja, das Haus hat außer einer Küche und Restaurant, Stube, noch eine Folterkammer mit Geräten, original aus dem Meißner Gefängnis, von früher aus dem Mittelalter. Sie hat Vinzenz erworben im 19. Jahrhundert und dort geht man, wenn Gäste es wollen, runter und werden die Damen gefesselt und von irgendeinem Herrn befreit. Gehört zum Ritual des Hauses. Wunderbar. Ja. Ihre Speisekarte ist noch sehr bemerkenswert. Da gibt es ein Meißner Menü. Was kann man dazu sagen? Das ist seit 15 Jahren in dem Hause. Wenn das Haus authentisch ist, das ist ja nur durch den Familienbesitz und das, was Sie alle so sehen, baulich, dann muss der Tisch kulinarisch authentisch sein und auch die Weinkultur durch das Weingut unseres Sohnes. Und kulinarisch reichte uns das alles nicht aus und da haben wir ein Meißner Menü gebildet. Der Mittelpunkt ist der Hauptgang, wo aus Baumkuchen der von Weitem sichtbare Meißner Dom mit seinen Türmen dargestellt ist und so dann auf dem Teller steht. Ah ja, wunderbar. Außerdem wird hier noch ein sehr guter Wein gereicht zum Essen. Ihr Sohn, glaube ich, hat ein Weingut. Ist das richtig? Das ist richtig, vom alten Vinzenz übernommen. Vinzenz ist eigentlich, oder die Familie Vinzenz Richter, ist das älteste Weingut Meißens. Vinzenz durfte in der Sozialismus eigentlich nicht keltern. Unser Sohn hat es dann nach der Wende übernommen, hat heute 9,5 Hektar und macht, das muss ich jetzt sagen, nicht weil er Sohn ist, weil er gut keltert, ausgezeichnete Weine. Sein Traminer zum Beispiel, wir haben ja drei verschiedene Weine hier, sein Traminer zum Beispiel ist der beste Weißwein hier an der Saale Unschuld und Elbe von 50 Weingütern. Das freut uns. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Herrlich. Noch ein kleiner Schwenk.